Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Wir sind immer noch in Köln. Martin ist immer noch an meiner Seite. Hi, Martin. Ja, hi. Wir sind schon ordentlich rumgekommen, aber höchst motiviert und natürlich als einen der Highlights. Natürlich bei Weber. Genau. Habe ich dich unterbrochen? Ja, als Fanboy immer wieder für mich persönlich auch ein Highlight. Und diesmal, wir waren noch nicht ganz auf dem Stand, das gucken wir uns gleich noch an, aber es hat sich vergrößert von 800 auf 1000 Quadratmeter. Das ist echt der Wahnsinn. Genau, und damit wir Infos aus erster Hand bekommen, haben wir zum zweiten Mal im Podcast jetzt Simone Weber. Wir hatten uns im Januar dieses Jahres schon mal gesehen und gehört. Und ja, hallo, jetzt sind wir wieder auf der Spoga und haben vielleicht ein kleines Update, was das Sortiment von Weber angeht. Ja, hallo, freut mich unglaublich, dass ihr wieder bei uns seid, dass ihr auf 1000 Quadratmeter euch ein bisschen von uns inspirieren lassen wollt. Ja, und ich freue mich, euch alles zu erklären, was wir hier Tolles Neues mit dabei haben. Okay, wir haben eine Sache schon beim Reingehen hier in den Raum gesehen, sind dran vorbeigehuscht, haben uns aber noch nicht damit beschäftigt, aber es soll quasi die Revolution sein, was den herkömmlichen... Ich glaube, Elektrogrill darf man gar nicht sagen. Wir haben gehört, dass es einen ganz eigenen Begriff dafür gibt. Und um was handelt es sich denn? Die Kategorie Smart Grillen haben wir jetzt eröffnet. Es gibt Smart Home, Smart Gardening, warum nicht auch Smart Grillen? Elektrogrill würde ihm echt nicht gerecht werden. Das wäre zu bescheiden, das Wort, für diese Powermaschine, die wir hier entwickelt haben. Wir haben den neuen Pulse mit im Sortiment ab nächsten Februar. Jetzt natürlich exklusiv als Weltpremiere hier auf der Spoga. Pulse ist die ultimative Vernetzung von Grillen und digitaler Vernetzung. Deswegen auch die Smart Grilling Version, die wir jetzt rausbringen, wird betrieben mit Elektro, aber ganz ehrlich, probiert's mal selber nachher am Stand und sagt mir, ob ihr denkt, dass das ein Elektrogrill ist. Ich habe nur gehört, das schmeckt wie vom Holzkohlegrill. Seid ihr euch sicher, dass das mit Elektro betrieben wird? Ja, weil im Grunde genommen spielt es keine Rolle, mit was es betrieben wird. Die Technik, die drin steckt, ist das Entscheidende. Und hier haben wir eine wahnsinns ausgeklügelte neue Technik drin. Grillen der nächsten Dimension, die Kategorie Smart Grilling jetzt, dass die einfach eröffnet werden muss, ist ganz klar. Funktioniert es denn dann trotzdem noch an der haushaltsüblichen Steckdose oder brauchst du einen Drehstrom, Starkstrom oder sowas? Wie immer, alles durchdacht für den normalen Endverbraucher entwickelt, deswegen einfach in die Steckdose einstecken und loslegen. Okay, da stelle ich mir direkt die erste Frage, und zwar, kann ich damit auch in der Wohnung grillen oder im Haus, oder ist das eher für den Outdoor-Bereich gedacht? Weil es gibt ja auch diese Tischgrills, die man innerhalb der Wohnung benutzen kann ohne Probleme. Ja, die Tischgrills, die sind ja so ein bisschen sehr gering, was die Wattzahl angeht. Also unser Pulse 2000 hat 2200 Watt. Wie immer haben wir die Outdoor-Kompetenz entwickelt, um draußen zu grillen. Ich würde es nicht Indoor empfehlen. Okay, ich brauche natürlich eine Steckdose, also ist das so ein perfektes Modell für die Terrasse oder für den Balkon, würde ich mal sagen. Absolut perfekt, wirklich für modernes, zeitgemäßes Leben. Urbaner Lifestyle in der Stadt richtet sich vom Design, das sensationell ist, neu, komplett überarbeitet alles, richtet sich wirklich an den trendigen, Lifestyle-orientierten Städter. Aber genauso gut kann ich es auch auf dem Land, auf meinem Balkon, auf meiner großen Terrasse, die ich auf dem Land habe, verwenden. Man kann natürlich ganz klar Verlängerungskabel mit benutzen, aber dann bitte die hochwertigen, maximal 4 Meter, damit wir keinen Leistungsabfall haben am Ende des Tages, aber ja, für den urbanen Lifestyle konzipiert, um am Puls der Zeit zu sein. Wenn ich jetzt einen Gasgrill zu Hause anmache, dann ist die Leistung sofort da. Wenn ich einen Holzkohlegrill anmache, dann dauert das schon ein paar Minuten. Wo kann ich da den neuen Pulse-Grill einordnen? Auf absolutem Gasgrillniveau. Einschalten und die Leistung ist sofort da. Das ist die Technik, die da drunter steckt, heizt unglaublich schnell auf. Der braucht keine 15 Minuten, dann ist er auf Full Speed, hat eine digitale Anzeige, dass man wirklich auch ganz genau, sekundengenau sehen kann, wo bin ich gerade, auf welcher Gradzahl. Wenn man ihn öffnet oder schließt, da ist kaum ein Hitzeverlust. Und was extrem cool ist, dieser Grill reguliert sich selbst. Also wenn ich jetzt an heißeren oder kühleren Tagen grille, im Winter oder Sommer, spielt keine Rolle, er hält innen absolut konstant exakt die Temperatur, die ich einstelle, reguliert sich aber automatisch selbst, dass es passt. Ist quasi so ein Tempomat für den Grill. Bingo.
Wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt haben wir so über die Grundfunktion gesprochen, aber was macht jetzt den Grill wirklich smart? Also gibt es da eine Anbindung oder steuert der was, also außer dass er die Temperatur automatisch hält? Wie kann ich mir das bei dem vorstellen? Wir haben das iGrill dieses Mal nicht separat, sondern direkt verbaut in die Steuerungseinheit mit rein. Und ich kann alles, also quasi die Temperatur im Grill, im Garraum, aber auch die Temperatur der Probes, die ich ins Fleisch einstecke, alles übers Smartphone sehen, übers Smartphone regulieren. Halt nicht regulieren, sehen und beobachten und natürlich dann rausgehen. Zum Regulieren von der Temperatur muss ich am Grill die bequemen Hebel drehen. Aber wirklich alles digital vernetzt und sehr, sehr simpel zu bedienen. Und wir hatten ja vorhin schon gesprochen davon, dass die Temperatur kaum verloren geht, wenn man den Deckel auf und zu macht. Also haben wir auch direkt schon einen Grill, mit dem wir auch indirekt grillen können. Definitiv. Der Pulse 2000 hat auch gleich ein 2-Zonen-Grillsystem. Indirektes Grillen ganz leicht gemacht. Also mache ich einfach die eine Zone aus, benutze nur die andere und kann dann ganz normal, wie auch bei so einem Zweibrenner-Gasgrill, indirekt mein Essen dann zubereiten. Korrekt, von der Technik funktioniert er eigentlich genau wie ein Gasgrill. Ich habe meine Brenner, die ich aufdrehen würde, also hier im Endeffekt meine Temperatur, die ich einstelle. Ich reguliere die beiden Zonen. Ich brauche kein Hitzeschild, kein Bratenrost, nichts, um indirekt zu grillen. Dieses Produkt braucht nichts zusätzlich. Es liefert alles schon mit, was man wirklich fürs indirekte Grillen braucht. Wie groß ist ungefähr die Grillfläche für die indirekte Zone? Was kann man da ungefähr drauf? Was kann man sich da vorstellen? Was passt da ungefähr drauf zum Zubereiten? Boah, da passen ganz schön viele Steaks drauf. Jetzt müsste ich mal so Barts-Niveau an Steaks holen und müsste mal drauflegen, wie viel wir da drauf kriegen. Wir gucken es uns draußen gleich am Grill an. Sagt ihr mir hinterher, was ihr denkt. Ich finde es eine wunderschöne große Grillfläche dafür, dass es auf kleinster Fläche der Grill funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wieder Pizzastein mit dabei. Wir haben eine Plansche mit dabei. Wir haben Drehspieße mit dem Sortiment, sodass man auf nichts verzichten muss. Sind das die Zubehörteile, die es schon gibt, oder wurde extra für den Grill jetzt nochmal ein angepasstes Zubehörsortiment dann quasi auf den Markt gebracht? Extra für den Pulse wurde spezielles Zubehör entwickelt, das wirklich perfekt auf den Pulse abgestimmt ist. Aber das ist dem auch wahrscheinlich geschuldet, dass er einfach mit einem komplett neuen Design aufschlägt, ne? Ja. Und wie sieht's denn aus mit Farben? Das ist immer so ein Thema. Gibt's da eine Farbe oder gibt's da mehrere Farben? Oder wird's später noch Farben geben? Gibt's eine vielleicht Edelstahl-Variante, was ja auch immer sehr beliebt ist? Sehr edel, schwarz, matt, tolles haptisches Gefühl, mit Metallelementen versehen. Lasst euch selber draußen überzeugen. Wir brauchen hier keine Farben. Das Produkt ist unglaublich edel und toll durchdesignt. Okay, dann werden wir uns den gleich mal anschauen. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt habe ich mit strombetriebenen Geräten immer einen kleinen Bogen gemacht. Aber es hört sich eigentlich ganz interessant an. Vielleicht noch, kann man schon was zum Preis sagen, wo der ungefähr liegt? Wird ab Februar im Handel erhältlich sein und passt. Für die Leistung, die ihr bringt, absolut perfekter Preis. Okay, wir sind gespannt. Den Preis werden wir dann noch nachliefern. Spätestens im Februar. Ne? Ja. Okay, hätten wir den Puls, heißt er, ne? Weber Puls 2000. Es gibt den 1000er, Puls 1000 und den Puls 2000. Der Puls 1000 ist die kleinere Variante. Der Puls 2000 wird der werden, den sich jeder holen wird, definitiv. Das wird das Produkt, das jeden begeistern wird. Und wer ein kleines bisschen weniger Platz hat, der holt sich den Puls 1000. Okay. Ansonsten, Weber hat ja nicht umsonst 1000 Quadratmeter Fläche hier, nur um den Puls zu zeigen. Was hat sich denn im Laufe des Jahres noch so alles ergeben, was Weber so auf den Markt gebracht hat? Wir haben die Genesis-Range erweitert um ein 15. Modell. Es gibt jetzt den Genesis 2 E310, das gab es vorher. Jetzt gibt es den S310 mit dazu, also die Edelstahl-Variante. Hier haben sich die Endverbraucher im letzten Jahr gewünscht, dass sie auch einen Edelstahl-Dreibrenner haben. Überhaupt kein Problem. Jetzt 15 Modelle zur Auswahl, damit jeder Kunde auch das Perfekte finden kann. Dann, was mich persönlich extrem freut, ist, wir haben den Master Touch endlich in Original Weber Rot. Der ein oder andere erinnert sich, den gab es ganz am Anfang schon mal. Hat George Steven damals entwickelt und wir bringen ihn jetzt wieder in einer wunderschönen Limited Edition in Weber Rot auf den Markt. Und wer an Weihnachten einkaufen geht, es ist ein Limited Edition für Weihnachten, bekommt auch automatisch den kleinen Spielzeuggrill in Rot auch noch mit dazu. Für die Großen und für die Kleinen also was dabei.
Dann haben wir im Genesis-Bereich noch eine weitere Farbe mit aufgenommen. Es gibt den E410 auch in Crimson Red, passend zu Weihnachten, auch im Sortiment. Mal hier schön rot, weihnachtlich das Ganze zu gestalten. Ja, dann haben wir den Master Touch überarbeitet. Auch da gibt es eine Neuheit. Der Master Touch eignet sich auch ideal zum Räuchern, zum Räuchereinstieg für unsere Kunden. Deswegen packen wir jetzt automatisch ein Starter-Kit fürs Räuchern mit dazu. Es gibt die Räucherchips Beef, eine Aluschale, um die Räucherchips perfekt zu wässern, und das Räucherbuch mit dazu. So dass die Kunden wirklich ganz leicht grillen und räuchern können. Alles für den Endverbraucher, für den Spaß, für das gemeinsame Genießen draußen. Kommt vorbei, lasst euch inspirieren. Ja, also mit der Master Touch quasi der Allround-Grill aus dem Hause Weber. Weil, das war ja schon vorher, ne? Also so ja, aber viele haben ja so, was das Räuchern angeht, gar nicht, glaube ich, mit dem Master Touch so richtig gerechnet vorher. Dass die haben halt indirekt gegrillt und das war's im Prinzip. Und viele haben sich dann vielleicht noch einen extra Räucherofen gekauft oder ähnliches. Und man quasi schiebt Weber so ein bisschen die Nutzer Richtung Räuchern, um zu zeigen, dass das damit auch problemlos möglich ist. Absolut. Nicht jeder braucht einen Smoker. Klar, wenn ich jetzt extrem räuchere, dann brauche ich einen Smoker mit dazu. Aber um leichtes Räucheraroma in Gerichte reinzukriegen, was einfach unglaublich lecker ist, da brauche ich jetzt nicht einen Räucherofen. Das geht easy auch mit Master Touch. Und so bringen wir den Endverbrauchern dieses Thema auch näher und geben dem Handel die Chance, aus dieser Nische auch einen tollen Markt zu machen. Ich meine, da haben wir jetzt einen ganz guten Überblick bekommen. Ich denke, wir haben jetzt auch mit knapp über 10 Minuten eine ganz nette Sendung von der Länge her zusammenbekommen. Einen Teil müssen wir noch erwähnen. Ich habe was gehört, ich habe ja einen mobilen Kuhgrill, ne? Also die Kuh von der Kuhserie. Da fehlt natürlich noch ein kleines Detail. Weil ganz oft ist das so, dass die Leute fragen, also gerade bei den kleineren mit dem Einbrenner, kann man damit indirekt grillen? Und dann heißt es meistens nein und dann wird man so zum Konkurrenten oder zum Mitbewerber verwiesen. So ist so mein Empfinden, was ich so mal so mitbekomme. Und ich glaube, da hat Schweber jetzt endlich was eine gute Antwort drauf einfallen lassen, oder? Die Q-Serie, Q1200, 2200 und 3200 sind standardmäßig jetzt mit dem Equipment zum indirekten Grillen ausgestattet. Das heißt, Hitzenschild und Bratenrost sind mit im Lieferumfang enthalten und kosten tut's nicht mehr als vorher. Genau. Für mich eine wichtige Mitteilung. Ja, ja, das stimmt. Habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Ja, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles. Ne? Den Smart Grill Puls 1000 und 2000. Die kleinen Updates für den Weber Master Touch, für den Q, für dein Q. Und ja, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch ein bisschen an auf dem Stand hier. Und ja, wir danken für das Interview, für die Zeit und ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Freut mich, dass ihr da wart. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam was essen. Genau. Gucken uns den Stand ausführlich an und essen was. Genau. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.